ich es mache. Ich habe das Gefühl, ich kann es nicht umsetzen, was es mir gibt, oder nicht so umsetzen, wie ich es gerne hätte. Also ich weiß, bei Katja, die kommt bestimmt aus einer, ohne mit ihr darüber gesprochen zu haben, aus einer sehr strengen Schule. Ich glaube, die ist ganz schön gedrillt worden. Wo, glaube ich, diese ständigen Selbstzweifel auch herkommen, die sicherlich in ihrer Person verankert sind, aber auch aufgrund ihrer Ausbildung, glaube ich, ganz schön, ich bin nicht gut genug. Was wichtig ist für eine Tänzerin, aber eben auch mal zu sagen, doch, ich bin gut genug und ich kann noch einen Schritt weitergehen. Ja. Meine Erfahrung mit den Ballettschulen, an denen ich war, war, dass ich eher das Gefühl hatte, den Leuten wird das genommen, die Lust zum Tanzen. Es gibt ja auch diesen Mythos von diesem Drill, der ja wirklich auch völlig pädagogisch, auch völlig daneben ist. Da kann man ja irgendwie gar nichts mehr mit anfangen. Aber das wird halt auch immer noch so in manchen Schulen auch noch so kultiviert. Hier weiß ich nicht, wie das in der Schule ist, aber in den Schulen, wo ich war, auch gerne mal. Also was völlig daran vorbeigeht, was die Leute eigentlich wollen, nämlich tanzen. Und auch die Freude daran haben. Viele Talente sind auch nach solchen Schulen ziemlich verkorkst. Ne? Und auch schon leider schon am Ende. Ja, das ist sehr, sehr hart und manche bleiben auf der Strecke auch. Die halten das wahrscheinlich psychologisch nicht. Diese Stress, diese Theorie zusammen mit der Ballettausbildung. Bildung. Das ist sehr anstrengend. Der ganze Tag beginnt von 8 Uhr und hört manchmal abends um 6 oder um 7, bei der Großen sogar noch später. Manchmal hat man Vorstellungen. Aber ich glaube, die Liebe zu Ballett, ja, bei den Kindern und auch von der pädagogischen Seite, die Motivation oder die Beispiele von großen Tänzern, das ist sehr wichtig. Man muss die Kinder psychologisch, ein Pädagoge muss gute Psychologe sein. Und schon von Kind an muss man kleine tänzerische Folgen machen. Nicht nur diese harte Training an der Stange, damit man auch diese Kind nicht diese Spaß entnimmt.